Der Rhodesian Ridgeback stammt aus Südafrika. Seine Geschichte ist sagenumwoben. Am Kap der Guten Hoffnung wurden schakalähnliche Hunde, sogenannte Hottentottenhunde, mit den Hunden der Kolonialherren vermischt, darunter Doggen und zahlreiche andere Laufhunde. Welche Rassen alle das tatsächlich waren, ist nicht klar. So entstand im 19. Jahrhundert der Ridgehund. Ridge bezeichnet dabei den Rückenkamm, der dadurch entsteht, dass die Haare hier in Gegenrichtung zu den anderen Haaren am Körper wachsen. Rüden haben eine Widerristhöhe von 63 bis 69 cm, Hündinnen von 61 bis 66 cm. Das Gewicht eines ausgewachsenen Hundes liegt zwischen 32 bis 37 kg. Der Rhodesian Ridgeback ist ein sensibler und kluger Hund. Doch er kann auch sehr eigenwillig und durchsetzungsstark sein. Treffen Ridgebacks aufeinander, kommt es erstmals zum Rangkampf. Ist die Sache geklärt, wird friedlich miteinander gespielt. Lange Spaziergänge über mehrere Stunden pro Tag sind unbedingt nötig, damit der Ridgeback ausgelastet ist. Auch die Möglichkeit zu freiem Auslauf sollte gegeben sein. Eine natürliche Umgebung bietet ihm weitaus mehr geistige und körperliche Anreize und Abwechslung als ein stets angeleinter, öder Spaziergang auf Asphalt entlang der Straße. Der Ridgeback ist ein verlässlicher Begleiter, der mit seinem Besitzer durch dick und dünn geht. Hauptsache, er ist dabei. Typische Ridgebacks sind bei fachkundiger Erziehung und Haltung gute Familienhunde. Ridgebacks haben ein ausgeprägtes Revierbewusstsein. Das macht sie zu zuverlässigen Wächtern für Haus und Familie.